Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz, bei mir ist Tobi. Jo, jo. Und wir machen jetzt hier einen kleinen Special-Part fürs 100-Abonnenten-Special. Und zwar stellen Tobi und ich unsere beiden Lieblings-Star Trek-Schiffe vor. Ich mache jetzt die Galaxy-Klasse. Welches Tobi sein Lieblingsschiff ist, werdet ihr dann im nächsten Part erfahren. Ich. Akira. Was? Willst du dich vorher nochmal auskotzen gehen oder? Naja, gut. Wollen wir mal mit mir starten? Ich natürlich liebe die Galaxy-Klasse, wie schon 5 Millionen tausend Mal erwähnt. Stimmt's, Tobi? Ja, mehr oder weniger. Er hat noch tausend Mal drauf, ne? Die gute ist konstruiert worden bei Utopia Planitia während der 2350er Jahre. Ihren Stapellauf hatte sie dann wohl so gegen Ende der 2350er. Anfang der 2360er. Die Enterprise D ist 2363 gestartet. Nur mal so am Rande erwähnt. Die Länge der Galaxie sind 642,5 Meter. Ist ungefähr so groß wie in Jem'Hadar Battlecruiser. Die Besatzung der Galaxy-Klasse ist meistens bei 1014 angesiedelt. Nur mal so, um das mal zu vergleichen. In Jem'Hadar Schlachtkreuzer hat eine Besatzung von 2500 Jem'Hadar-Soldaten. Aber die brauchen ja auch nicht so viel Platz. Die Galaxy hat 42 Decks und eine Maximum Warp-Geschwindigkeit von Warp 9,6 für 12 Stunden. Und er hat es während der Pilotfolge sogar geschafft, das Schiff auf Warp 9,8 hochzutrimmen. Wollte gerade sagen, es ging noch schneller. Aber du möchtest nicht wissen, wie der Warp-Kern geglüht hat in der ersten Folge. Die Bewaffnung der Galaxy ist standardmäßig 11 Phaser-Bänke vom Typ 10 und 3 Torpedorampen. Es gab später eine Nachrüstung, die bei uns Fans als Galaxy Venture Refit bekannt ist. Die hat 13 Phaser-Bänke. Ja, die Konstruktion und die Entwicklung hat läppische 20 Jahre gedauert. So muss wohl so in der Zeit gewesen sein, wo die Enterprise C ihre Runden gedreht hat. Die Galaxy-Klasse ist als Forschungsschiff konstruiert worden. Ihre sekundäre Aufgabe war allerdings auch, die Föderation gegen ihre Feinde verteidigen zu können. Im 24. Jahrhundert sind jede Menge Kriege passiert. Gegen die Klingonen, gegen die Senkieti. Der erste maßgebliche Krieg für die Föderation war dann gegen die Cardassianer, wo ordentlich viel passiert sein muss. Fragen wir doch mal Chief Miles O'Brien. Hast du seine Telefonnummer, Tobi? Gerade nicht. Ach, schade. Naja, entschuldige ich bitte den Witz. Dann natürlich die große Schlacht von Wolf 359 und so weiter. Also die ersten Schritte hat die Föderation schon in Richtung Kriegsschiff gemacht bei der Galaxy-Klasse. Natürlich war die Galaxy aber immer noch als Forschungsschiff konstruiert. Den Stapellauf hatte sie, wie gesagt, irgendwann in den 2350ern, 2360ern. Aber nach ihrem Stapellauf war es das modernste und das fortgeschrittenste Schiff der Sternenflotte, was es zur derzeit gab. Also, ich meine, später ab The Next Generation, da hatte man ja schon gegen Ende die Defiant und die Intrepid, die schon schlachtmoderner waren. Die technischen Spezifikationen der Galaxy-Klasse sind, wie schon gesagt, die Galaxy hat 42 Decks. Die Galaxy verfügt über 20 Transporterräume, 3 Krankenstationen und weit über 100 Forschungslabore. Also das Ding ist ein riesiges Labor mit ein paar Transporterräumen drin. Und zur Unterhaltung und zum Training der Crew gibt es dann auch noch 16 Holodecks. Naja, okay, 16 Holodecks, wir haben gerade mal in Star Trek The Next Generation 3 Stück gesehen oder 4 Stück. Wo sind die anderen 13 oder 12? Tobi? Im Holodeck. Im Holodecks Holodeck. im Holodeck. Gut, haben wir gesehen in Schiff in der Flasche. Mit Moriarty, der ein Holodeck im Holodeck im Holodeck erzeugt hat. Na gut, machen wir mal weiter. Die Galaxy-Klasse verfügt über zwei LF-41 Warp-Antriebe, die zusammen eine Höchstgeschwindigkeit vom Warp 9,6 erreichen können. Man hat es in der Pilotfolge auf Warp 9,8 geschafft, aber da haben die beiden auch ganz schön dolle geglüht. Das ist also nicht sehr empfehlenswert. Kleiner Fun-Fact nebenbei: dieser Warp-Antrieb ist im Übrigen von Dr. Leah Brahms entwickelt worden. Die gute kennen wir auch aus The Next Generation.
Die Standard Galaxy Klasse verfügt über 11 Phaserbänke des Typs 10 und drei Torpedorampen mit Mark 80 Photonentorpedos. Es gab später noch eine Refit-Version der Galaxy Klasse. Die kennen wir unter der Venture Refit Klasse. Die hatte dann 13 Phaserbänke. Zwei noch oben auf ihren Warp-Gondeln montiert. Die Galaxy-Klasse verfügt auch über eine Saucer Separation. Da habe ich das schon wieder gesagt. Ich meine natürlich Untertassenabtrennung. Entschuldigt, ich spiele viel zu viel Star Trek Online. Die Untertassenabtrennung ist gedacht als Evakuierungsmaßnahme. Sollte zum Beispiel mal ein Warpkernbruch auftreten, dass man aus der Antriebssektion die Crew in die Untertassensektion evakuieren kann und dann schnell wegdüst. Aber man kann auch die Galaxy, die Untertasse und die Antriebssektion trennen, um aus der Galaxy ein richtig starkes Kriegsschiff zu machen, wie es in der ersten Staffel immer bezeichnet wurde, eine starke Waffe. Tatsache ist allerdings, so stark ist er dann auch wieder nicht, weil die Untertassensektion verfügt nicht über Photonentorpedos und nur die Antriebssektion hat einen Warpantrieb. Diese Technologie ist später verbessert worden in der USS Prometheus, die sich sogar in drei Teile trennen konnte, die jeweils einen Warp-Antrieb hatten und über Torpedos verfügt haben. Dazu wäre noch mal was zu ergänzen. In der Prometheus hat man noch ein etwas anderes mit eingebaut, etwas anderes mit modifiziert. Weißt du es noch, Tobi? Nee. Ja, ihr habt da. Ah, wir haben die erste Aufnahme vor zwei Tagen gedreht. Wie kannst du das schon wieder vergessen? Natürlich der Computer M5, dieses super Hightech-Computer-Dinge von der Originalserie, welches ja ein katastrophaler Fehlschlag war. Diese Technologie hat man ja noch Prometheus nochmal neu aufgegriffen und mit in den Multivektor-Angriffsmodus gebaut. Ja, okay. Also die Geschichte ist, wie schon erwähnt, 20 Jahre Entwicklung. Das Schiff hat sau viele Konstrukteure und Wissenschaftler gehabt, unter anderem Lea Brahms, die für den Warp-Antrieb verantwortlich war. Die Galaxy war dann für einen Tiefenraum eingeteilt, für Forschung im Tiefenraum, hat verschiedene Erstkontakte hergestellt, zum Beispiel mit dem Borg. Die Galaxy-Klasse war dann als Flaggschiff eingeteilt. Zum Beispiel auch in der Schlacht von Wolf 359. Wolf 359, ja, stimmt. Wie wir wissen, naja, die Schlacht verlief ja nicht gerade positiv. Wie viele sind gestorben, Tobi? So viele. Zu viele. Okay, 11.000 auf 39 Schiffen. Ach, Mann. Nach der Schlacht von Wolf 359 gab es ein Upgrade der Galaxy-Klasse. Man hat zwei neue Phaserbänke oben auf die Triebwerke montiert. Ich weiß es bis heute nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Galaxy dann auch Quantentorpedos bekommen hat, weil Quantentorpedos war zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra als Torpedowaffe. Diese Variante der Galaxy hat man dann als USS Venture gesehen in Deep Space Nine. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, mal kleiner Fun Fact am Rande, in der vierten Staffel von Deep Space Nine, wo man die Venture gesehen hat, hat man noch richtige physische Modelle genommen, also richtige Filmmodelle. Ab dem Dominion-Krieg gab es dann nur noch CGI-Computermodelle. Mein Gott, was für ein Satz war, Tobi. Ja. Leider ging bei den Computermodellen diese Modifikation verloren. Die Computermodelle haben keine zusätzlichen Phaserbänke oben auf den Triebwerken montiert. Warum? Fragt mich bitte nicht. Ja, wie schon erzählt, die Galaxy war Flaggschiff während der Zeit des Dominion-Krieges und vor allen Dingen auch in der Zeit, wo die Klingonen mal so kurz ausgeflippt sind wegen dem Dominion, wo wir einen kurzen kleinen Konflikt hatten mit ihnen. Ich sage bloß Weg des Kriegers, eine meiner Lieblings-Deep Space Nine-Episoden. Jetzt hätte ich erwartet, dass du sagst, ja, meine Lieblings-Deep Space Nine-Episode ist. Tobi? Ich kann dir den genauen Namen nicht sagen. Wieso? Zähler. Gib uns Money, gib uns Informationen, nicht Money. Ja, eben die Folge, als die nach Cardassia fliegen und da, keine
kann das ja erobern, mehr oder weniger. Sieg oder Niederlage, nicht Sieg oder Niederlage, bin ich dumm. Das, was du zurücklässt, Ja, möglich. möglich. Die letzte Deep Space Nine-Folge. Ja. Ah, wie kann man das mögen? Okay, der erste Teil war geil und der zweite Teil, der war ein kapitaler Rohrkrepierer. Ja, die hätten lieber Cardassia vernichten sollen. Ja, das wäre wirklich geil. Vor allen Dingen diese Endszene. Diese Millionen an Dominion-Schiffen da im Orbit. Und dann Cliffhanger und dann, ja, das Dominion kapituliert. Cool. Super. Oh, 2 Stunden lang Vix-Bar angucken. Toll, super, freue ich mich. Egal, Thema Wechsel, das deprimiert mich nur. Ein Refit. Zu dem weiß man nicht viel. Man weiß aber, dass er fucking awesome war. Und zwar die Galaxy X-Klasse. Oder wie sie in Sto heißt. Ich bevorzuge den Namen von Sto allerdings. Galaxy Dreadnought Refit. Weil Galaxy X-Klasse, das hört sich irgendwie kindisch an. I'm sorry. Der Dreadnought Refit. Was hat der drauf? Er hat einen zusätzlichen. Sag mal schnell. Warp-Gondel. Ja, genau. Eine zusätzliche Warp-Gondel bekommen. Er hat Waffen-Upgrade bekommen. Auf jeden Fall eine richtig krasse Phaser-Lanze, die alles zerschneidet, was bei drei nicht auf den Bäumen sitzt. Ich weiß nicht, hatte sie auch Pulse-Phaser wie die Defiant bekommen? Weiß ich nicht, aber in SCO, da hat's Ja, Kanonen. oben an der Brücke, da sind doch so Antennen. Manche Quellen sagen, das sind irgendwelche Subraumantennen, also was er sagt, Sensor-Phalanx-Antennen, keine Ahnung. Aber ich habe auch gelesen, dass das Kanonen sind. Da scheinen sich schon die Geister. Hat sie Quantentorpedos? Ich weiß es nicht. Ich denk mal schon. Ich denk's auch. Es kann ja aber auch sein, ich meine, All Good Things hat 2395 gespielt. Da kann auch schon wieder was anderes up to date gewesen sein. Sollte ich Ihnen sagen, Warp 13 war ihr Maximum, was wir wissen seit Voyager geht eigentlich nicht. Also würde ich mal schätzen, Transwarp? Ja. Ist die logische Schlussfolgerung. Ist hier eine logische Alternative, ja. Und sie hat eine Tarnvorrichtung. Jetzt ist die Frage, Leihgabe von den Romulanern wie bei der Defiant oder eine eigens entwickelte? Ich denke mal, eigens entwickelt geht mir Ja gerade durch den klar, die Kopf. Enterprise-E hatte ja auch eine Was? Die. in den Büchern. In dem Bü gut, okay, ich wollte gerade sagen. Ich will gerade einen Schock kriegen. Nee, aber in All Good Things ist ja das Romulaner Imperium nicht mehr da und damit dann auch der Vertrag von Algeron nicht mehr. Naja, müssen. Also, in dem Buch hieß es, dass jedes Föderationsschiff eine Tarnvorrichtung hat, bloß benutzt wird sie eben nicht. Es ist ja nur verboten, die einzusetzen. Das ist wild. Aber die zu besitzen, eigentlich nicht. Das ist ja interessant. Also hier in der TNG-Episode Pegasus-Projekt, da hat die Enterprise eine erst eingebaut bekommen. Eben die von der Pegasus. Das ist ja interessant. Auf welches Buch beziehst du dich? Das weiß ich jetzt nicht, aber eins von Dings TNG auf jeden Fall. TNG-Buch muss ich mal gucken. Es ist sehr interessant. Ja, kommen wir mal zu was Real-Life-Technischen. Und zwar, der Designer der Enterprise ist Andrew Proppert. Jetzt muss ich lügen. Also auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass er war er verantwortlich für den Warbird? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber er hat auf jeden Fall viel Arbeit für The Next Generation gemacht. Die Galaxy-Klasse ist tatsächlich aus weiterentwickelten Concept Arts von der Constitution-Klasse entstanden. Und zwar genau zu sein von Concept Arts der TMP, The Motion Picture Enterprise. Ihr wisst, die Refit-Variante von den Kinofilmen mit den viereckigen Triebwerken. Wie auch immer man sich da den Refit vorgestellt hat, weil wenn ich mir das mal angucke, die Galaxy schon allein die Untertasse ist bei der Galaxy oval und bei der Constitution, bei allen Varianten, die ich kenne von der Constitution, die hat eine runde Untertasse. Wie drastisch wollte man die verändern? Halleluja. Es gab tatsächlich drei Studiomodelle, ein 6-Fuß-Modell und ein 2-Fuß-Modell. Das 2-Fuß-Modell ist benutzt worden, um Aufnahmen zu machen von der Enterprise, die
in weitere Entfernung fliegt. Keine Ahnung, wie ich es richtig ausdrücken soll. Und das 6-Fuß-Modell hat man dann nochmal, wurde während der ersten Staffel eingesetzt, man befand es für ineffizient und man hat es dann aber nochmal rausgekramt für Star Trek 7. Dadurch, dass man das 6-Fuß-Modell als ineffizient empfunden hat, hat man dann nochmal ein 4-Fuß-Modell gebaut mit noch mehr Details. Das Interessante ist, warum war das Modell ineffizient? Weißt du das, Tobi? Warum war das 6-Fuß-Modell ineffizient? Keine Ahnung. Das Lustige ist, weil die Galaxy-Klasse eine einzige riesige Fehlkonstruktion war. Ach. Man musste schon alleine für das Modell zwei Skelette bauen. Einmal für die Antriebssektion und einmal für die Untertassensektion. Weil die Galaxy hat ja Saucer Separation. Und geht ja schlecht, wenn du einen Teil entfernst und das andere bricht dann zusammen, ne? Ja. So, und da hatte man schon die Probleme. Diese Modelle haben irgendwo eine Befestigung für ein Kransystem, wo man dann auch eine Kamera langführen kann und so. Die hatte zu wenige Punkte, wo man so einen Kran befestigen konnte. Und da hatte man extrem große Probleme in Star Trek 7, weswegen man dann die Enterprise E, besser gesagt die Sovereign-Klasse, entwickelt hatte, um ein neues Modell zu erschaffen, die mehr so eine Punkte hat, wo man einen Kran eben befestigen kann. Mir tut's leid. Ich muss mal ganz ehrlich eins sagen, ich verstehe es bis heute nicht. Star Trek 7 ist der erste und der einzige Film mit einem Raumschiff der Galaxy-Klasse, weil sie eben da Probleme hatten. Aber was mich eben so nervt ist, Star Trek 8 war dann der letzte Film, wo sie richtige Studiomodelle benutzt haben. Und im Prinzip auch bloß von der Enterprise und vielleicht noch von der Defiant. Aber die Akira war auch schon nur Computermodell. Und ab Star Trek 9 sind sowieso generell nur noch Computermodelle benutzt worden. Warum hat die Galaxy nicht noch diesen einen Film überlebt? Gute Frage. Das ist was mich sau nervt. Also, die Galaxy-Klasse ist mein absolutes Lieblingsraumschiff. Es gefällt mir von ihm am meisten. Vor allen Dingen ist die Brücke, ich liebe die Brücke. Diese taktische Konsole mit dieser Holztäfelung oder wie auch immer man das nennen soll. Es sieht irgendwo richtig cool aus. Auch die Brücke so an sich, ich finde, die ist von allen irgendwie am gemütlichsten, könnte man schon fast sagen. Okay, die Defiant hatte auch fast die Defiant so als taktisches Schiff, da die Brücke der Defiant für ein taktisches Schiff, so wollte ich eigentlich sagen. Die war auch cool, aber die Galaxy-Brücke ist immer noch die beste. PS, die hässlichsten Innenräume hat immer noch die Intrepid-Klasse, dieses Grau in Grau. Was meinst du dazu, Tobi? Brücke oder was? Nein, zu den Innenräumen. Also, mir persönlich sind die etwas zu veraltet. Einfach das Design ist einfach nicht modern für heutige Verhältnisse. Deshalb gefällt es mir nicht so sehr. Gut, Da da sind. finde ich die neuen eher besser von der Defiant zum Beispiel oder von der Enterprise. Archers Enterprise. Da musst du dir mal die Originalserie angucken, wo wir lila Deckenbeleuchtung an manchen Teilen des Schiffes hatten. Ah, das ist kein Vergleich. Ja, aber die Enterprise, die Innenräume von Archers Enterprise finde ich auch cool. Die passen irgendwo. Und die Defiant. Gut, sind beide ein bisschen eng, aber gut, passt auch. Die Defiant, die Innenräume passen auch zum Schiff. Ist ja bloß ein kleines Schiff. Aber was gefällt mir nicht an der Galaxy-Klasse? Am Schiff an sich, ja, gefällt mir alles. Was mir allerdings nicht gefällt, und da bin ich wahnsinnig froh, dass ich Tobi als Deep Space Nine-Experten mit dabei habe. Was mir einfach nicht gefällt, ist die Zerstörung der Enterprise D. Und zwar, wer Star Trek 7 jetzt nicht kennt, Achtung Spoiler, in Star Trek 7 ist die Enterprise nach Veridian 3 geflogen, um Dr. Sorin aufzuhalten, die Sonne vom Veridian-System zu zerstören. Und Dr. Sorin ist zusammen mit den Duras-Schwestern Lorsa und Betor unterwegs gewesen. Und die war mit ihrem Bird of Prey im Orbit von Veridian 3. Zuvor hatten sie noch Geordi, den Chefingenieur, entführt, haben in seinem Visor eine Kamera versteckt
Und bei dem Geiselaustausch konnten sie dann eben die Enterprise überwachen. Und die Duras haben die Schildfrequenz der Enterprise herausgefunden. So, nur mal um das jetzt. Warum jetzt Deep Space Nine? In Deep Space Nine war der Kampf Odyssey, auch ein Raumschiff der Galaxy-Klasse, gegen die Jem'Hadar. Die Jem'Hadar kamen und konnten sofort die Schutzschilde der Odyssey durchdringen mit ihren Waffen. Der Captain Odyssey hat dann das Shuttle-Schiff gerufen, wo, besser gesagt, die Shuttle-Schiffe, die ihn verteidigt haben. Auf dem einen war Jadzia Dax drauf, die Wissenschaftsoffizierin von Deep Space Nine. Auch, das habe ich total vergessen, das ist auch ein großer Spoiler. Ich erzähle jetzt hier die halbe Schlacht vom Plan des Dominion, aber okay. Auf jeden Fall sagt Dax, haben sie schon versucht, die Schilde zu remodulieren. Und der Captain der Odyssey sagt daraufhin, ja, haben wir die ganze Frequenz bereit, aber es hat nicht funktioniert. So, jetzt kommen wir zu Star Trek 7. Wie gesagt, die Duras haben die Enterprise überwacht, haben die Schildfrequenz der Enterprise rausgekriegt. Gut, das kann die Crew jetzt nicht wissen. Allerdings schießen die Duras dann auf die Enterprise und Worf macht die Meldung: Captain, Sie können unsere Schilde durchdringen. So. Was wäre jetzt die natürliche Reaktion, Tobi? Bilder remodellieren. Richtig. Welchen Befehl gibt Riker? Zurückfeuern. Richtig, Feuer erwidern, so. Sorry, aber wo hat denn der seinen Abschluss bei der Akademie gemacht? Oder hat er den beim Ferengi-Schwarzmarkt erworben, seinen Abschluss? Okay, die Duras können immer noch die Frequenz der Schutzschilde rauskriegen, weil Geordi wird ja nicht eben mal so während des Kampfes seinen Visor in die Ecke schmeißen. Aber letzten Endes, dann stelle ich die Schutzschilde auf eine zufällige Modulation, die vielleicht alle 10 Sekunden sich ändert, und dann können die Duras machen, was sie wollen. So schnell können sie die neue Frequenz nicht in ihre Disruptoren eingeben. I'm sorry, aber wer hat die Story von Star Trek 7 eigentlich geschrieben? War das J.J. Abrams? Wollten ein Schiff einfach nur loswerden. Ja, es ist Das war traurig. es einfach. Es ist. Ich kann es nicht Das verstehen. war halt einfach nur ein Denkfehler, was sie gemacht haben. Ja. Ich meine. Die hätten es ja so erklären können, die Duras durchdringen die Schutzschilde der Enterprise und zerstören den Schildgenerator. Weil dieser Überraschungsangriff, plus guter Treffer ist gleich, naja, wäre eine bessere Story gewesen und eine bessere Schlacht. Eben. Ja, möchtest du noch was ergänzen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, es ist alles gesagt. Dein Don't Like am Schiff haben wir jetzt auch. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tobi, möchtest du spoilern, was wir als nächstes für ein Schiff sehen? Nein. Nicht? Okay. Gut, dann lasst euch überraschen, was wir das nächste Mal für ein Schiff vorstellen. Ich kann euch nur so eins sagen. Wir haben es nicht so oft auf dem Schirm gehabt, aber es war trotzdem ein cooles Schiff. Aber. Welches es sein wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sehen wir uns irgendwo da draußen. Lasst uns einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir auch mal einen Kommentar da lassen, ob wir nochmal so eine Folge machen sollen, abgesehen von der zweiten Folge, die jetzt sowieso kommt. Ob ihr noch vielleicht nochmal ein anderes Schiff vorgestellt haben wollt. Lasst einen Kommentar da, wenn es so ist. Also, dann sehen wir uns irgendwo dort draußen wieder. Bis dann. Oh.